So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play die Geburtsstory. Sei es du, ja, beim letzten Mal haben wir Sidequests gemacht und wir können jetzt mit der Hauptstory weitermachen. Und eigentlich sollen wir jetzt nach Kaulu Level 5 weiterzumachen und wollen jetzt Crusadermon endlich mal ans Leder. Aber Mirai sagt mir jetzt hier irgendwas, habe ich mal gerade gelesen. Wir sollen jemanden Kaulu Level 1 treffen und jetzt bin ich verwirrt. Warum sagt mir Mirai Level 1, obwohl die Story eigentlich bei Level 5 weitergeht? Ich würde sagen, der Sache gehen wir doch mal auf den Grund, ne? Weil es kommt mir irgendwie komisch vor. Ich gehe mal nach 1. Schauen wir mal. Was ist da los, frage ich mich. Lilimon ist so groß, ne? Warum ist sie denn so groß? Ich weiß es doch nicht. Vielleicht weil Marienangemon so klein ist. Kann er nicht sein, ne? Oder soll ich hier? Okay, sie war da auf Kaulu Level 5. Aber wen soll ich denn da jetzt? Ja. Oh. Oh. Was? Was? Ich habe jetzt einen neuen Case gefunden. Was war das denn jetzt, random shit? Random. Was? Was? Das war jetzt random. Das war ziemlich random. Was? Ziemlich random war das gerade. Hä? Wie jetzt? Was? Ich bin verwirrt. Wow, bin ich jetzt verwirrt. Bin ich jetzt verwirrt? What? What? Eigentlich soll ich auf Kaulu Level 5. Jetzt gehe ich auf Kaulu Level 1 und kriege einen neuen Case. Was? Was? Okay, ich wollte eigentlich Hauptstory weitermachen. Warum? Oh, eine DLC-Quest. What? Ich bin verwirrt, danke. Nakano's Digimon Festival. Lion Tendomon, Blaze Ueno Museum. I'm planning an event for the Digimon. Let's make it even more exciting. Help me, Light. Okay. Ja, gut. Ach nee, das ist der komische Typ mit seinem Akzent. Ist es der? Oh nein! Okay, er will ein Fest organisieren. Wir sind doch der Ehrengast. Sind ein Celebrity unter den Digimon? Okay, das ist interessant zu wissen. Das ist bestimmt keine Falle oder so. Sie denkt natürlich wieder nur ans Geschäft. Ist ja klar. Quasi so eine Promo-Auktion. Okay, das ist doch eh eine Falle.
Okay. Im Ueno-Museum sollen wir jetzt hin. Ah, ich werde hingebeamt. Okay. Das ist der Kindergartenparty, oder was? Also, wie sollen wir mit euch kämpfen? What? Was? Digimon Battle Royale? Was? Ja, du sollst mal erklären, was losgeht. Was hier abgeht. Jetzt wollen sie alle mit uns trainieren, weil wir das Hackbon dazu gebracht haben, dann in Royal Knight zu werden. Ach so. Okay, wir sollen noch ein paar Digimon herausfordern. Oh Gott. Ich sehe schon, was das hinausläuft. Ich habe ein bisschen Angst. Ich meine, es sind nur Rookies. Ich habe trotzdem Angst. Fangen wir mal bei Gasimon an. Oder auch nicht. Mit wem muss ich denn battlen? Hallo? Was? Recover. Wie muss ich jetzt betteln? Bin ich verwirrt. Oh. Hallo. Oh, drei Ultras. Jetzt bin ich jetzt... What? Okay. Gegen wen muss ich denn jetzt kämpfen? Hallo. Bin verwirrt. Was wird das jetzt, so eine Art RPG oder was ist das jetzt? Okay, wir müssen gegen die kämpfen. Was? Ja, ihr seid das furchterregende Trio, ja. Vor allem das Patamon. Dark Patamon. Ach so. Du bist ein Patamon. Ihr seid halt wirklich. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ihr seid. Oh. Danke, Digimon. Luftschuss. Na, jetzt bin ich gespannt. Yeah, das war. Boah, Alter. Das macht keinen Schaden. Okay. Schade. Dann müssen wir das halt so machen. Achtung, passt auf. Sorrow Blue. Und es reicht nicht. Es reicht nicht. Oh, das ist der Claw, macht aber trotzdem Schaden. Yo. So, Pokémon, du stirbst, habe ich gehört. Puff ins Gesicht. Und Marine Angemon macht den Rest. Hydro Water. Boom. Ciao. War schön mit dir. Ja gut, es gab wenigstens halbwegs Erfahrung. Nice. Was bist du jetzt, Digimon?
Die Batterie ist schon wieder fast leer. Okay. Oh, was ist das? Das ist auch noch die echte, okay? Cool. Ja, du machst eine tolle Prinzessin Nokia. Ui, 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 was ist, was hier los? Was da los, Leute? Das ist eine schöne Sidequest, okay. Achso, hier kann ich keinen, ja. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich jetzt eliminated? Ja, habe ich, okay. Gibt's hier irgendwas zu holen? Oder nicht so? Hier was zum Holen. Zum Holen. Sag mir ja, nein, vielleicht. Nein. Sieht nicht so aus, als gäbe es hier was. Okay. Komme ich hier noch mal raus? Achso, die Kisten sind alle auf. Okay, gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Ist ja in Ordnung. Ach, das ist genau dasselbe Dungeon, wie wo ich schon mal war. Okay. Gut, gut, wusste ich nicht. Sorry. Sorry, sorry dafür. Di dup di dup di du di dup di dup di du. Da ist ein langer Verbindungsstreifen hier. What the fuck? Achso, ich habe keinen Eliminator. Warmon. Okay. Warmon. So, gehen wir wieder raus. Gut, das ist also dasselbe Dungeon, wie wo wir schon mal waren. Dann passt das ja. Ach, das Denomon ist jetzt weg. Natürlich ist das Denomon weg. Warum auch nicht? Ganz ehrlich, ich mach die Encounter aus. Die nerven mich. Das nervt mich einfach nur. Ciao, Encounter. War schön mit euch. Hallo, Patamon. Ich mach mal Recovern. Wenn ich zwar... Achso, da muss ich nicht hin. Dann halt hier weiter. Ich hab's ja verstanden. Das sieht aber schon aus wie das Ende. So, hallo? Na? Oh nein, die Prinzess Digimon wird entführt. Ja, das Leomon würde ich ganz bestimmt fressen. One of the four Heavenly Kings. Aha. Achso. Ich will Rache nehmen für Banjo Leomon und Tak. Und. Ja, für Banjo Leomon. Sci-Fi! Du-du-du-du-du-du-du-duell!
Schon wieder random. Leomon, es tut mir leid, aber du wirst leider sterben. Oh, ist die Quest schon wieder random. Nice. Liebe es. Ciao. Ne, du lebst noch. Gut. Ja, mach dich nur schneller. Es nützt dir aber einen Scheiß. Du regst jetzt die Heilung vorne und dann stirbst du. Oh, please, Jumon, bitte. Also, du musst schon treffen, ne? Oh, please, Jumon, bitte. Triff doch einfach. So, pass auf, guck, pass auf. Treffen, einfach treffen. Genau, danke. Geht doch. Thank you. Yeah, 1000 Erfahrung. Wow. Touch, wow. Was? RIP Leomon? Leomon ist mal wieder gestorben! Glatten des Beelzemon? Beelzemon? Schmerzen! Schmerzen! Ja, ja. Yuko, warum? Oh. Oh mein Gott. Pfeift die Klimon schon gut auf Fell. Okay. Yeah. Gegen alle 5 gleichzeitig? Oh. Langweilig. So, wer möchte zuerst sterben? Du bist das Ultra, du stirbst zuerst. Ciao! Okay. Okay. Dann das Ultra. Ciao. War schön mit dir. Und dann du. Wow, das reicht nicht. Yay, da muss es halt nur angreifen. Hydro Water in your face und tschüss. Ja gut, na, die Kämpfe, die sind ja nicht. Ja. Wow, ganz viel Geld. Nice. Und jetzt die anderen zwei auch noch, bitte? Nicht? Aha, da sind sie. Ich mach euch platt. Ihr habt keine Chance. Phantom Pain!
Oh, so ein schöner Angriff. Nice. Der eine kommt mir ein bisschen zu oft dran. Weißt du was? Erstmal den da. Boom. Das reicht nicht. Okay. Das reicht nicht. Nein, das reicht nicht. Joa, es reicht immer noch nicht. Gut. Shining Laser 3. Wow. Mental Break. Ja, mach mal noch mehr down. Hast schon recht. So, du magst jetzt das hier. Habe ich gehört. Wow, das macht ja Schaden. Okay. Machen wir mal das. Thorough Blue. Es reicht halt einfach nicht. Hey, Crusher. Lilith Mon, regel mal bitte. Danke. So, du musst Schaden machen, habe ich gehört. Ja, gut, ne? Das In-Down, das war halt echt nicht ganz so toll. Little Mon, Schaden. Möchte ich sehen. Oh, das wird böse. Phantom Pain verstärkt. Könnte böse werden. Yo, was geht? Oh, wie viel Schaden war das gerade, bitte? 17.000 Erfahrung. What the fuck? Okay. Das gab zwei Level-Ups, aber egal. Nett. Nach den 5 kommen die 7 Heroes. Ach so. Und dann die 10 Fighters. Und 12 Divas. Ja, ja, klar. Was hat er denn jetzt vor? Den Dark Lord besiegt. Das war eine coole Sidequest. Die war cool. Snoof Rank Up! Yay. Das war echt cool gerade. What the fuck? Leute, was geht? wir sind Snoof Rank Up. Haben wir neues Zeug? Das wollte ich doch eigentlich mal kaufen, ne? Den Mist hier. Was ist denn das? Egal, ich kaufe das jetzt mal. Haben wir irgendwas Neues? Attack B. Ach ja, stimmt, da war ja was. Wird ignoriert. Ja, ich könnte jetzt mit der Story weitermachen. Ich bin aber schon bei 24 Minuten. Egal. Machen wir. Alter, die sieht gerade immer schön. So, Kowloon Level 5 wollten wir. Habe ich gehört. Na dann. Schwupp. Aha. So, hier brauchen wir Volcrack Level 4. Das können wir jetzt wahrscheinlich machen. Jawohl. Aha. Nope. Yeah. Und da wartet schon Yuko auf uns. Ach, hier kann ich mich ausloggen. Yo. Hi, Yuko. Na?
Ja, ich hat. Ja, du hast mich doch zwischendrin gesehen. このエリアの奥にあるはずですが、壁があって進めません。他にルートはないので、どうにかしないと。早く、早くどうにかしないと、また逃がしてしまいます。落ち着けですって。気負ってる。私が父は殺されたんです。その仇をもうすぐ撃てるかもしれない。気負って当然です。それが悪いことですか？ 私の身が心配なだけ心配してくれだなんて私頼んでません。勝手に心配しないでください。あなたは本当に幸せな人ですね。友達や親しい人に囲まれて、いつもいつもヘラヘラして、以前助けてもらったことは感謝しています。ですが友達ぶって 妙に気を回さないでもらえますか。私の心の中で何を見聞きしたか知りませんけど、私、あなた。Ja, was geht denn mit ihr? Bleib doch chill mal deine Base, Madame. Ha? これだけ言いたいことが言える相手となら友達になれる。な、何ですか、その花畑の理屈は。 そんな甘ったるい言葉で私を丸め込めるとでも。あ、まったく。あなたって人は呆れてものも。にゃーいや。これは上白社長代行殿ではありませんか。ご機嫌うるわしゅう。スエド。 そこまで警戒する必要がありますかね。お互い知った顔じゃないですか。おや、あなた怒ってらっしゃる。察するに新田君の件でしょうか。この人から聞きました。新田さんは何をしたんですか。いや、少しばかりお手伝いしただけですよ。彼の望みを叶えために。ひいてはそれが 私の望みを叶えることにもなる。利害が一致していますし、彼との関係はスカーブール良好ですね。答えになっていません。あなたさんに一体何を。進化を促した、とでも言っておきましょうか。彼は力を欲していました。それも、とてつもなく強大な力を。ですが、今の肉体のままでは、 仮に力を手に入れることができたとしても限界がある。そこで彼にイーターとの同化も進めてみました。彼は進めを受け入れ、イーターと同化し優れた能力を獲得した。イーターがデータを捕食して情報を蓄えるように、彼は データを吸収して力を増大させることができるのです。その力に耐えられるよう自身の肉体を少しずつ変容させながら、急激な力の増大の影響か多少高揚状態にあるようですが、何心配はありません。そのうち落ち着きますよ。ゆうこさん、あなたがイーターと同化した時のデータが役に立ちました。え、いや、 こっそりモニターしておいてよかった。あなたの時は完全に取り込まれてしまいましたが、その点はご安心を。しっかり調整して新田君の優位をバッチリ条件付けてあります。はて、あなたは何故何を怒るのですか。彼は彼の望み通りに進化しているのですよ。 あなたは彼の望みを否定するのですか。限界と不可能が支配する現実世界のように。スエドーさん、あなたはリエさんの正体に気づいていたんですか。その彼女の精神が人間ではない何者かであることには気づいていました。
ただそれがロードナイトモンというデジモンだったとまではさすがに知り得ませんでした。付け加えるとすれば、彼女の行為には私もほとほと困り果てているのです。彼女は人類だけでなく世界そのものを破滅に導こうとしています。これは私の望みとはかけ離れている。いや、もはや暴挙以外の何者でもない。私の夢はあくまで世界の進化であって破滅ではないのですから。そこでお二方に提案です。我々は最終的な目標こそ違えど、現段階での利害は一致しているはず。ここは一つお互い協力し合いませんか。彼女がデジタルウェーブの制御に使っているプログラムは、元を正せば私が組み上げたプログラム。故に私ならば造作もなく停止させることが可能です。ですがロードナイトモンさんに襲われたら私などひとたまりもありません。そこで当座の目的達成までボディーガードを依頼したっていう。ここは彼と協力しましょう。少なくとも今すぐにでも世界を滅ぼそうとしているリエさんよりは話が通じる相手です。いやいや、助かります。いざ。Okay, na, ob das nicht nach hinten losgeht, ich bin gespannt. Wir haben uns jetzt mit Suedo verbündet und sind jetzt Crusader One auf der Spur. Okay, na, sind wir mal gespannt. Aber Leute, das machen wir erst im nächsten Part, denn die Zeit, Leute, geht einfach so schnell. Ich weiß auch nicht, wo die mehr hinrennen. Na, egal. Leute, würde sagen, man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.